Die Synode hat sich ja zunächst mit der Aufgabenkritik befasst, dazu einen Beschluss gefasst. Wir werden in dem Zusammenhang Einsparungen von etwa 8 Millionen Euro haben. Mit dem jetzt anschließenden Prozess der Haushaltskonsolidierung kommen noch mal 12 Millionen Euro dazu. Und im Wesentlichen ging es auf dieser Synode und wird es dann auch in der Beratung, der abschließenden Beratung, um die Frage gehen, wie das Verfahren zu organisieren ist im Hinblick auf diese weiteren Kürzungen, über die die Synode dann 2015 zu entscheiden hat. Wir hatten in der Vorlage eine Liste aller Aufgabenbereiche, die 500.000 Euro übersteigen, Ausgabenbereiche aus dem landeskirchlichen Haushalt. Und der Beschlussvorschlag, der jetzt in den Ausschüssen vorbereitet worden ist, sieht auch vor, dass zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung eben diese Arbeitsbereiche einer umfassenden Prüfung durch die Kirchenleitung unterzogen werden sollen. Dazu werden Arbeitsgruppen gebildet, auch fachlich bezogen, die sich mit diesen Bereichen befassen. Das ist ein ganz wesentlicher Teil. Dann werden die Kriterien, die wir bereits auf der außerordentlichen Landessynode vorgestellt hatten, die werden also maßgeblich sein für die Bewertung der Arbeitsbereiche und der Frage, wo man eventuell kürzen kann oder auch Aufgaben aufgeben muss. Und es ist vorgesehen, dass der theologische Ausschuss in besonderer Weise die theologischen und ekklesiologischen Implikationen dieser weiteren Kürzungen bewertet. Im Übrigen ist es so, dass wir mit den weiteren Beschlüssen ein transparentes Verfahren organisieren möchten, bei dem die Synode frühzeitig über die Entwicklungen in der jetzt anstehenden weiteren Beratung zur Haushaltskonsolidierung informiert ist. So viel.